Oh, Alter, was geht ab, Leute? Wir essen und trinken heute alles von der Hochzeit meiner besten Freundin. Kuss geht aus an Oksana. Häppchen, Leute. So, wir essen alles von Oksanas Hochzeit. Erstes Häppchen. Oh, gut. Wird ja direkt noch ein Ton, aber man muss auf die anderen Gäste achten. Kunde Nummer 2, Falafel. Ja, ist eher schwach. Runde 3, ich habe vergessen, was es ist. Irgendwas in irgendeinem Mantel. Kennt ihr diesen Meme, wo der Introvertierte, wenn er keinen Bock mehr auf die Feier hat, irgendwo ganz allein ganz weit weggeht? Also der Tag ist noch jung, so schlimm ist es bei mir noch nicht, aber ist da mein Zufluchtsort hier. Weg von der Menge. Runde 4. Beef Tata im Hörnchen. Das ist mir ein bisschen zu viel Fleischmasse auf einmal. Aber, boah. Kann das? Kann das? Ich dachte mir, im normalen Tata nimmst du dir immer ein paar Häppchen. Das war schon ein fetter Klumpen Fleisch. Ja, kann das. Jetzt wird dort zugemacht. Schaut mal, Leute. So Leute, jetzt haben wir jede Vorspeise. Ich hab mal Salben gelassen, danke. Ich muss sagen, der Lachs ist das Schwächste bisher. Aber nur weil ich nicht so viel Frischkäse mag. Sonst ist gut. Drink Nummer 2, Leute. Jo, anscheinend gibt's schon Essen, Leute. Bier schlagen zu. So Leute, erstmal der Burger. Oh, wild. Der ist gut, Mann. Essen, Catering, bist du top? Es ist eigentlich in jedem Chaos gut. Oh. Brot und Salz. So, russische Hochzeit, glaube ich. Hallo, sind die Fragen schon fertig? Sehr gut. Dankeschön, bitte. Sehr gut. Burger war bisher sehr gut. Schnitzel war auch sehr gut mit dem Kartoffelsalat. Risotto-Time, ich bin gespannt. Heiß! Auch lecker. Sehr lecker. Aber gegen Schnitzel und Burger kommt es halt nicht ran. Das ist halt Nebenspeise. Side-Dish ist das, man. So, wir gönnen uns auch ein paar Häppchen. Das ist auch eine gute Vorspeise gewesen. Ich hab noch einen Burger in mir. Der wäre schon saftig, Mann. Burger Nummer 2, Alter. Hab mir diesmal Tomaten reingetan. Leider nicht die super saftigen Kirschtomaten von Hans Kebab, Alter. Mein Gott, sind die krass. Guter Burger, Mann. Verdammt guter Burger, ey. Trink Nummer 3. Wir probieren nur alles durch hier. Yes. Ging vorher so, Gruppenfotos haben wir gerade gemacht. Weiter geht's. Kuchen-Time, Leute. Ich schaff nicht mal ein halbes Stück. Da gibt's 5 verschiedene oder so. Das wird nichts mit, ich esse alles von der Hochzeit. Die Bilder, Alma, oh mein Gott. Ich sag das. Schick mal den Lebenslauf. Wir geben natürlich bei dem Wetter schon ein bisschen. Spürt man natürlich das Wetter, aber schon ist es gut. Ja,
ich nämlich auch. Ich will auch mal ein bisschen Himbeere. Ja. Sag ich die Himbeere weg von der Annelie. Ich hab die noch nicht probiert. Ein Stück muss ich bitte auch noch. Ich glaube, es ist genug da. Oh ja. Ich glaube, wenn das auf meinem Kleid landet, mein Lieber. Zweite Schicht Maracuja. Oh, das ist fresh. Okay. Ja, dann, die ist sehr frisch. Sehr gut. Oh, der Boden ist auch anders. Ja, toll, jetzt muss ich aber die dritte Schicht auch probieren. So, Leute, wir haben es geschafft. Dritte Schicht auch noch. Also die mittlere ist eindeutig die beste. Die mittlere ist der Hammer. Snackbar. Sitzplan für später. Wo bin denn ich? Ich sehe mich gerade nicht, Leute. Jetzt ist das schon wieder weg. Hier kommen die Geschenke hin. Da muss man jetzt eigentlich auch noch hin, aber das ist bei Oksanas Eltern. So, wir dürfen ein Nickerchen machen. Bis 17 Uhr ist nichts los. Ich darf bei der, wie heißt das, Brautjungfer ins Bett. Leider ohne sie. Und dann voller Energie können wir weiter essen, Abendessen. Wir essen alles von Oksanas Hochzeit, Baby. Yo, wir sind wieder fit. Puh, das hat so gut getan, Mann. Bisschen gepisst, geschissen, geschlafen. Es geht weiter, Leute. Drink Nummer 4. Das ist die Braut. Wir haben sie entführt. Schaut mal, was es gibt, Leute. Kennt ihr die Folge bei, ich glaube, es war King of Queens, wo Danny, der Cousin von Doug, bei irgendeiner Hochzeit auch mit diesen Kameras ein Foto von seinem Dick gemacht hat? Und da kostet voll den Stress her, gar. Ich will mich beobachten. Eine Snackplatte, Leute, und ich bin unter Beobachtung hier. Jetzt haben wir angefangen, den Käse zu essen. So, Fingerabdruckkranz. Let's go! Welche Farbe nehmen wir? Schaut mal, Leute. Oh, noch einer, oder was? Damn! Achso, ich kann das auch gleich ausdrucken, oder? Dann ins Gästebuch. Abendessen-Time. Wieso hält nicht mehr? Heute. Schmeckt irgendwie nach Weihnachten, Leute. Super, Leute. Let's go. Dankeschön. So, Leute.
Ich weiß gar nicht, zweite Vorspeise? Nennt man das so? Irgendwas mit Trüffel und Nudeln, also. Nudeltrüffel. Fleisch war sehr geil, es gab sogar extra Fleisch. Also die sind nochmal rumgegangen mit allem, also jeder Zutat und haben das nochmal angeboten. Ich habe hauptsächlich extra Fleisch genommen, das war sehr zart, sehr gut. Digga, da war so ein Glatzkopf hinter mir. Der hat mit irgendeinem anderen Gast geredet, weil jetzt gibt's gleich Dessertbuffet. Und der meinte, ja, jetzt kann ich endlich satt werden. Ich denke mir so, Digga, ey, was machst du mit deinem Leben falsch, dass du bei der Menge an Essen nicht satt geworden bist? Vor allem, es gab hier und da überall Nachschlag. Also selbst wenn du, wie ich, alles gegessen hättest, plus noch ein größerer Esser bist und Hunger hast, hättest du ja von allem alles essen können, plus Nachschlag. Komplett lost, der Typ, Mann. Komplett lost. Let's go! Creme Brûlée war nicht sehr Creme Brûlée-haft. Oben muss das ja Ding sein. Das ist aber trotzdem gut. Oben die Kruste noch, dann wäre krass. Alles gut. Okay. Super fruchtig, Mann. Der ist auch gut. Digga, der ist auch krass. Der ist auch krass. Verschiedene Strukturen, Texturen und ein Mousse. Oben ein bisschen fruchtig. Wild, Digga. Okay, der glaub ich taugt mir nicht, weil das ist zu bergig. Aber wir schauen mal. Das ist das Beste. Das ist gar nicht bergig sauer, was ich so hasse. Es ist so zuckersüß. Mit dem Bären auch. Oh mein Gott, Überraschung des Tages. Oh, die waren alle krass, Mann. Eins, zwei, drei, vier. Danke, ciao. Ja, sehen wir.
So, Leute, das ist wirklich die letzte Matze. Aber ich bin gar nicht so voll. Bisschen sauer, ich mag diesen saugen Stich nicht. Also ich kenne Tobis, also der Bräutigam, sein Chili, das ist sehr gut. Ich glaube, das ist nicht seins, ich glaube, das ist vom Catering oder so. Ihr habt es gehört, Leute, man sieht sich morgen zum Brunch noch. Das zeige ich euch auch noch. Jo, wir planen das Arbeiterium zu sanieren. Bitte doch bald. Ja, ich bin von meinem Hotel hierher gegangen, eine Stunde 15, also ich habe eine Stunde 30 gebraucht, aber laut Naps eine Stunde 15. Boah, Digga, sag mir nicht jetzt zu. Eine Stunde 15. An sich gechillt, Musik an, bisschen spazieren gehen, bisschen Cardio reinholen. Aber dann, am Ende, schickt es mich durch den Dschungel. Und dann war der Weg zu, dann musste ich wieder zurück, weil das war verwesen für, oh mein Gott, da ist eine Kette dran. Muss ich jetzt echt rüberklettern? Hilfe! Digga, wenn ihr wüsstet, was für einen Weg ich auf mich genommen habe. Ich werde niemals bei Sam vs. Wild mitmachen. Digga, ich hasse Natur. Oh mein Gott, ey. Verrettung, Digga. So, Leute, jetzt kleine Verschnaufspause gehabt. Digga, meine Beine jucken, alles zerkratzt. Bestimmt 1000 Zecken, bestimmt, was weiß ich, Brennnessel in irgendwelche giftigen Gebüsche. Danke. Aber das ist nicht so zweit. Vielleicht hat er sich noch umentschieden. Ja, ja. Das muss heute fühlen. Kann dann. So, dann ist noch das letzte Stück. Beziehungsweise ein Stück vom letzten Stück. Das letzte Stück war uns ein bisschen zu groß. Ja, den. Nee, da ist noch ein bisschen. Aber hast du das? Schon lecker. Fruchtig und leicht. Mhm. Ja, ich mag so fette Sahnentorten überhaupt nicht. Der Boden ist auch noch nicht schön leicht. Das ist die Mittlergeschichte. Mhm. Die Maracuja? Ja, zum Glück hatte ich das noch. Wir sind wieder zu Hause, stressig, danach gab es Abbau, Einladen, das waren ja ernst viele Geschenke zum Beispiel oder Deko, die sie mit dahin gebracht haben, ich musste ja alles wieder nach Hause und weil die in der Nähe wohnen, wurde ich da abgelassen, also ich bin halt da mitgekommen, habe beim Tragen geholfen, alles wieder zurückgegeben in die Wohnung und dann wurde ich abgelassen, puh, anstrengend und ich habe nicht mal einen großen Teil beigetragen. Boah, das war's von mir, Leute. War echt gutes Essen. Sehr, sehr gutes Essen. Auch sehr gut verteilt, dass man nie hungern musste. Sehr gut gemacht. Immer liken, subscriben, kommentieren, check die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, investiert Bitcoin, DeFi und Crow. Crypto Cash, wir gehen jeden Tag tracken, serious business und ciao, Alter.